So, das ist jetzt dein Büro, mein lieber Anwalt. Du kannst hier voll und ganz austoben. Eine Tür wirst du noch bekommen. Na, wo die auch immer ist. Ich habe sie zwar platziert, aber sie wollte nicht. Warum? Hallo? Joho, werte Genossen da draußen. Willkommen in der 71. Folge in meinem Prison Architect Let's Play. So, liebe Freunde, wir werden jetzt erst einmal ein Büro bauen. Ein weiteres Büroplatz haben wir hier genug. Da brauchen wir erstmal das... Was? Zwei Tote, wie, warum? Oh, wir brauchen hier eine Patrouille, das sehe ich jetzt schon. Oh, aber ganz, ganz gewaltig, wichtig, 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 wichtig. Patrouillen. Dann nehmen wir auch eine bewaffnete, ist mir scheißegal. So, die patrouilliert nur hier. Ja. Ah. Und eine Hundepatrouille. Hunde sollten wir eigentlich genug haben. Wir haben ja in der letzten Folge noch ein paar dazugeholt. Die meisten Hunde pennen hier. Und ich meine, vom Einkommen her können wir es uns erlauben. Komm, wir holen mal noch ein paar Hundeboxen. Links, rechts, wunderbar. So, da klappt es auch mit dem Nachbarn. Stationierung, ein Personal meine ich. Wir wollen nämlich noch eine Hundepatrouille einstellen. Hundeführer. So, einfach mal noch drei Stück geholt. Dann sollte auch auf jeden Fall jetzt alles besetzt sein, was Hunde angeht. Die hier eigentlich auch. Ah, die da oben ist schon mal zumindest besetzt. Aber die hier ist noch nicht besetzt. Die werde ich auch noch eine normale... Warte mal. Hier will ich eine normale Wache auch haben. Genau. Weil hier geht's ab. Guck mal hier, was hier an Blut ist, ey. Ich glaube, wir haben den Gang hier auch ein bisschen zu schmal gemacht. Es kann gut sein, dass wir das später irgendwie noch ein bisschen größer machen müssen. Oder wir müssen hier diesen Mailroom kleiner machen. Was war da nochmal die Grundvoraussetzung für den Mailroom? 5×5? Das sind doch bestimmt mehr als 5, oder? Nee, ah, schade. Sonst hätte ich hier die Wand ein Stück nach hier gezogen. Das ist aber kein Ding. So, wir wollten das Fundament machen. Für unseren Anwalt aus Ziegeln. Warte, wie hatte ich das hier? 7×7, ne? Ja. 7×7 Einrichtung. Nehmen wir erstmal die schönen Außenlichter hier. Soll ja alles gleich aussehen. So, die Tür, die kommt hier rein. Dann brauchen wir natürlich noch einen Schreibtisch, den ich mal wieder nicht finden kann, weil ich blind bin. Ach, hier ist er doch. Gut, und der ist falsch rum. So. Und dann brauchen wir noch eine Kaffeetasse. Nein, einen Aktenschrank. Hey. So, hier kommt der Stuhl hin. Ich wollte gerade sagen, hier ist gar kein Stuhl. Und Strom brauchen wir natürlich auch noch in dem Kapüffchen. Ah, haben wir schon. Wunderbar. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Dann brauchen wir noch Laminat in dem Kapuff. Der gute Parkett, den können wir aber, glaube ich, erst verlegen, sobald das Ding ein Fundament ist. Was sind das hier eigentlich hier für komische Dinger? Das ist, glaube ich, irgendeine Baumschule oder so. Ganz komisch. Ja, jetzt macht mal Eier, Leute. Ah gut, die müssen bis hier oben hinlaufen, um hier unten zu bauen. Das ist natürlich... Ja, das dauert ein bisschen. So, der Anwalt. Das ist nur... Ach, nein! Nein, ich wollte keine zwei Einwände. Ah. So, entlassen. Tut mir leid, Bro. Tut mir sehr, sehr leid. So. Räume. Büro. Zack. Bam. Nice. So, das ist jetzt dein Büro, mein lieber Anwalt. Du kannst hier voll und ganz austoben. Eine Tür wirst du noch bekommen. Na, wo die auch immer ist. Ich habe sie zwar platziert, aber sie wollte nicht. Warum? Hallo? Ach, da wächst ein Baum eigentlich. Deswegen konnte ich die Tür nicht platzieren. Interessant. Interessant. Hier haben wir wieder einen Tunnel. So. Gut, der Anwalt hat sein Büro. Der Anwalt kann forschen. Hat er auch eine Lampe da drin, ne? Ne, eine Lampe hat er natürlich nicht. Er braucht eine Lampe, der alte Mann. Der kann sonst nicht lesen. So, da haben wir noch zwei auf Lager, das ist gut. Können sie gerade hier nehmen. Okay. Ich würde sagen, wir haben echt hier alles geklärt. In der Forschung sollte es vorangehen. Der Anwalt forscht als allererstes die Hinrichtung. Sag mal, bist du so blöd, Alter? Erst die kleinen Zellen, bitte. Dann die anderen Sachen. Okay. Gut. Hat er verstanden, glaube ich. Wir kaufen jetzt diesen Distrikt dazu.
Also da kostet uns 45.000. Wir haben nur noch 82.000 auf dem Konto. Müssen jetzt echt langsam machen. Ich, okay. Er kauft es gerade. Mega. Lag des Todes. Okay. Hat aber alles funktioniert. Warum mir jetzt überall Ausrufezeichen sind, kann ich mir gerade nicht erklären. Aber die gehen gerade alle weg. Nach und nach. Wir haben auch überall Licht drin gerade, was auch ziemlich komisch ist. Die Kameras drehen sich auch nicht mehr. Ah, doch, tun sie. Aber warum habe ich jetzt überall Licht? Hä? Irgendwas ist hier gerade gewaltig schief gelaufen. Ich weiß nicht was, Leute, aber ich habe überall Licht. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann alles sehen, obwohl da keiner drin ist. Habe ich gerade irgendwas erforscht vielleicht? Ne, der ist immer noch am Forschen. Wir haben nichts erforscht. Das muss ein Fehler sein. Hier wurde ein Tunnel entdeckt. Okay. Puh, das ist jetzt jede Menge Arbeit hier. Das hier wird einfach nur noch ein Zellentrakt und eine Küche. Hier haben wir lauter Bäume. Die müssen erstmal hier weggemacht werden. Können wir die nicht gleich verkaufen? Nee, ne? So, jede Menge Bäume. Die können weggemacht werden. Das ist schon mal das allererste, was unsere Bauarbeiter tun können im neuen Distrikt. Und dann werden wir alles sorgfältig durchplanen. Und nein, liebe Freunde, ich mache das nicht im Fast Forward, weil da habt ihr mir Feedback gegeben, ihr wollt das eher nicht im Fast Forward sehen. Das würde das Let's Play ein bisschen kaputt machen. Kann ich auch verstehen. Ihr wollt ja meinen Kommentar dazu hören, wenn ich irgendwas mache. Aber ich kann mir das gerade nicht erklären, warum wir überall Licht haben. Weil hier ist zum Beispiel dunkel, ja. Das ist ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Ich glaube, nach der Folge werde ich mal das Savegame neu laden. Und hoffen wir, dass es dann funktioniert. Was bringt der hier? Da bringt hier Shoppingboxes hier für den Shopping Realm. Gut. So, da wir dann jetzt demnächst kleine Zellen erforscht haben, hier über den Anwalt, gehe ich davon aus, dass diese Zellen einfach mal 3 Blöcke groß sein können. Das Solitary ist dann 2 Blöcke groß und eine Zelle ist dann 3 Blöcke groß. Wir werden dann auch hier die Küche definitiv extenden. Wir machen jetzt einfach mal hier so. Bis hier hinten in die Ecke. So weit können wir bauen. Das ist jetzt unser neuer Bereich. So, dieser Flur hier wird beibehalten. Das ist natürlich eine, ja, das ist jetzt natürlich, ja, eine krasse Kalkulation hier. So, ich glaube, diese Wand hier behalten wir bei. Das wird dann die Küche. Die wird dann hier nochmal ein bisschen verbreitert. Und noch mehr Platz hier oben. Das ist dann, ich nehme auch stark an, wir machen das hier als Küchenbereich. Und der Rest ist dann hier Kantine. Bis hier runter ist alles Kantine. Ja? Hier haben wir dann einen neuen Lieferungsbereich. Da sollte alles passen. So, jetzt mache ich aber am meisten Gedanken um das, um den neuen Zellentrakt. Hier diesen Flur, den werden wir beibehalten. Diese Wand hier auch, nehme ich mal stark an. Dann können wir diese Wand hier wegmachen. So, das heißt dann, theoretisch, wäre es ziemlich geil, wenn ich den Flur nicht beibehalten würde, aber wir behalten den bei, weil das hier eine Patrouille, ein Patrouillenweg ist. Deswegen lassen wir das so. Das heißt, ich muss jetzt mit dieser Wand rechnen. Hier später die 3 Kameras kommen dann weg, kommt dann ein großer Flur hin. Der wird dann so groß sein. So ungefähr. Okay. Ah, und jetzt auf einmal funktioniert es auch wieder mit den Schatten und so. Also, ich muss das Let's Play nicht neu laden. Juhu. Und, gut. Warte mal, wie breit ist denn hier unten der Durchgang? 3 Blöcke. 1, 2, 3. Und hier ist er auch 3 breit, oder was? Ja, da sind ja direkt die Solitaries. Ich glaube, ich hab... Boah, Leute, das ist jetzt echt nicht so leicht, ne? Wir fangen einfach mal hier in der Ecke an. So, das hier sollte eine Zelle sein. 2 Blöcke ist Bett, 1 Block das Toilette. Hahaha. Also 4 hoch. Ja? Machen wir das mal so. 4 hoch. Das ist jetzt Arbeit. Sagen wir mal, hier ist dann die Tür. Dann haben wir sie hier 2 Blöcke frei fürs Bett und 1 Block für die Toilette. Easy. Ist auch für uns ziemlich leicht, das Ganze dann zu installieren. Dann machen wir hier
Eine Wand hin. Boah, ich muss die hier wegmachen, die irritiert mich gerade. So, und dann haben wir hier wieder Zellen. Haben wir hier wieder Zellen, Zellen. Ach. So. Okay, das geht dann bis hier hinter. Ich, theoretisch ist das eigentlich ein geiles System. Meine Blöcke nur... Geht das eigentlich überhaupt, dass wir hier... ein Bett reinbekommen? Wo ist denn das Bett? Ach, die Toilette, ja genau. So wollte ich es dann haben. Und dann das Bett. Dann hier so oben drüber. Dann hier die Tür. Perfekt. Das sollte funktionieren. Das könnte ich auch gleich wieder wegmachen. Geht auf jeden Fall auf. So. Und ich will da ja auch Solitaries haben. Ja. Und so nach diesem System jetzt hier, wenn wir mal in die Planung reingehen. Gusch. So. Ist das eigentlich ein geiles System. Weil ich habe dann immer hier einen Flur. Hier drüben auch ein Flur. Hier in der Mitte ist ein Flur und das war's. Das ist dann so ein horizontaler Gefängnistrakt, wo es nur horizontal zu laufen geht. Und nur das hier ist die Vertikale. Und das ist eigentlich ein geiles System. So. Ich muss jetzt, Leute, um dass ich mich echt nicht verkalkuliere, muss ich dieses ganze Ding jetzt durchplanen. Das, ich weiß, manche von euch mögen es nicht, aber ihr habt gesagt, mach kein Fast Forward. Bitte, bitte nicht. Das macht das Let's Play kaputt. Und deswegen wird es doch jetzt so gemacht. Ich muss das halt jetzt durchplanen. Das ist jetzt wieder ein Haufen Arbeit, welches, was uns hier erwartet. Ich glaube auch sehr, sehr stark, dass wir hierfür einen neuen Stromgenerator brauchen. Aber das alles später. Ich will auch gar nicht wissen, wie groß dieses verdammte Fundament sein wird. Was habe ich gesagt? Wie groß? Ich meine, wie teuer. Das wird richtig ins Geld gehen. Das können wir dann ja mal so spaßhalber, können wir es mal ausprobieren. Einfach mal das Fundament placen und dann fragt er ja, ob wir sicher sind. Hoffe ich mal zumindest. Ich glaube, das wird richtig ins Geld gehen, ey. So. Ich will das jetzt mindestens bis hierhin machen, dass ich die Hälfte des Gefängnisses schon mal durchgeplant habe. Ja. Ihr fragt euch sicher, warum machst du jetzt komplett durchgehende Linien? Ganz einfach, erklärt sich gleich von selbst. So, ich will nämlich sehen, wie ich hier rauskomme. Das heißt, wir könnten theoretisch den Flur hier verkleinern. Will ich aber nicht. Der Flur bleibt breiter. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5. Hier kommt dann die nächste Wand. So. Was geht hier schon wieder ab? Tote, Tote über Tote. Ihr seid alle so ekelhaft, Mann. Ihr tut euch alle abmurksen, Alter, wie die krassesten Gangster überhaupt. Ich will gar nicht wissen, was für Corleones ich hier in meinem Gefängnis sitzen habe, ey. Die Mafia höchstpersönlich. So. Da müssen wir jetzt durch, Leute. Das ist jetzt nicht so easy mal eben schnell gemacht. Ich meine, dieser Gefängnistrakt wird uns ja das Doppelte an Einkommen bescheren als der da drunter. Deswegen muss sich die Arbeit lohnen. Die Arbeit wird sich auf jeden Fall lohnen. Nur die Arbeit kann auch nach hinten losgehen, dass dieser Zellentrakt einfach zu kompakt gebaut ist. Und deswegen alle unsere Gefangenen und Insassen durchdrehen. Das kann auch sein. Das wissen wir nicht. Nur ich werde das Ding jetzt hier mal so weiterführen. Ja, das sind alles Zellen. Ergibt sich gleich alles von selber. Ihr seht gleich, warum ich das hier so mache. Und nicht jeden Zellenblock einzeln. Oh. Oh, komm. Okay. Ah, nein. Okay. So. Nein, nein, nein. Okay, hier. Wunderbar. Und hier schaffen wir noch eine. So. Was machen wir hier mit dem Platz? Können wir theoretisch eine Doppelwand hinzaubern? Machen wir auch. Okay, so. Das hier unten wird ein Flur. Das heißt, wir gehen jetzt einmal hin. Zack. Und alles zu. So, jetzt ziehen wir diese Wand hier rein. Bam. So, jetzt brauchen wir hier wie viel? Mit Rückwand sind es 11. Wo ist mein Ding? Hier ist mein Ding. 11, 11, 11, 11. Bis hierhin. Das heißt, hier kommt die nächste Rückwand hin. So, und jetzt wieder 11. 11 bis hierhin. Und hier kommt die Rückwand hin.
So, das hier, das war nochmal so ein bisschen blöd eben. Hier kommt das natürlich wieder so hin, jawohl, ja. So, und dann gehen wir hier in die Mitte. Und ziehen einmal den Flur hinein. Ist das easy, ja? So, jetzt wieder 11 Blöcke. Warte mal, bin ich da auch richtig? Ja. 11. Oi. So, hier ist die, warte mal, hier war ich stehen geblieben. Genau, das machen wir jetzt noch. So, und jetzt nochmal 11. Ab hier, wunderbar. Oh, das könnte sogar krass aufgehen. Krass, das geht auf. Oh, ich glaube, ich krieg einen harten, Alter, Leute. Das ist ja der Oberhammer. Das geht auf bis zum letzten Stückchen hier oben. Weil ich hatte schon Bangel, dass das hier oben mathematisch gesehen nicht aufgeht von der Symmetrie her. Aber es ist easy, es funktioniert. Geil. So, das ist dann unser Flur. Hier können die ganzen Prisoner durchlaufen, latschen, wie auch immer. Sie nutzen dann die Dusche von hier unten. Von denen nutzen sie die Dusche mit. Oder ich werde hier oben nochmal eine Dusche... eigentlich wollte ich das nicht. Ah, da wird es dann... in der Dusche wird es dann richtig abgehen. Ich glaube, dann werden wir die hier noch extenden. Die Dusche. Wir haben ja noch ein bisschen Luft. Boah, ich will gar nicht wissen, wie viele Zellen das sind hier. Das sind bestimmt 500 Zellen. Boah, lass mal einen Block zählen hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, verzählt, 20, sagen wir mal 20, 40, 80, warum sind die hier so kurz? Hier ist ein Fehler. Shit. Hier ist ein Fehler. Ah, okay. Hier habe ich nur. Ah, okay, alles cool, alles cool. Also sagen wir 20 ist so ein Ding. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 24, 28, 32 und dann sind wir hier bei sagen und haften 36. Das heißt, 360 Gefangene können hier Platz nehmen. Das ist krass. Das ist richtig heftig. Aber dafür brauchen wir erstmal Kohle. Wir müssen dann auch gleich mal in der nächsten Folge schauen, wir mal bei den Subventionen nach, wie es da so ausschaut. Weil wir brauchen Geld. Da werden uns unsere lapprigen 50.000... Ne, die bringen uns hier überhaupt nicht weit. Aber da ist mir eben fast schon das Herz in die Hose gerutscht, ne? Weil ich dachte, ich habe mich hier mitten in der Mitte verkalkuliert. Aber es passt alles. So, aber ich will ja auch noch Solitaries unterbringen. Und wie ich das genau machen werde, das werdet ihr alles in der nächsten Folge sehen. Da müssen wir noch das schöne Holz hier verkaufen. Das liegt hier irgendwo. Hier sind irgendwo Stapel. Die Bauarbeiter sind zu faul, die einfach mal wegzubringen. Die Arschis, ey. Naja, ist egal. Auf jeden Fall neuer Zellentrakt. Der neue Zellentrakt wird gigantisch, wie ihr seht. Ungefähr Pi mal Daumen 400, sagen wir mal 400 Gefangene werden dort leben können. In kleinstem Raume. Und ob das alles gut gehen wird, ob sie dann nicht durchdrehen und so weiter und so fort, werdet ihr in den kommenden Folgen sehen. Es wird dann natürlich jetzt noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, dieses ganze Teil hier einzurichten mit Betten, Toiletten, Versorgung, Wasser, Strom und so weiter. Und wir brauchen erstmal die Kohle. Das heißt, unser Gefängnis läuft auf jeden Fall jetzt auf Hochtouren. Fünffache Geschwindigkeit sollte das Mindeste sein. Was ist denn hier los? Und das? Wo ist denn dein Hund, Kollege? Was hat denn der für eine Megaleine gehabt eben? Ach, ist der Hund auf halber Strecke eingepennt. Das gibt's ja nicht. Naja, selbst die Hunde, die brauchen schon ein bisschen Kaffee, ne? Kaffee für die Hunde. Stell dich in meinen Kaffeeautomat, ne? Naja, egal. Auf jeden Fall hoffe ich, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder sonst irgendwie Senf ablassen wollt, tut das in den Kommentaren. Dort könnt ihr euch auch mit den anderen Zuschauern auseinandersetzen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, auf jeden Fall Däumelein nach hoch geben. Und dann sehen wir uns schon wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dienstag und Prison Architect mit mir, Big Mongo Style. Also Genossen, haut rein. Bye, bye.